So Leute, willkommen zurück zu Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ja, ich werde in diesem Part erstmal gucken, ob ich zwei Magiefähigkeiten bekomme. Und einer davon müsste hier, glaube ich, ganz in der Nähe sein. Ich glaube, bei Ganons Schloss. Aber die Fähigkeit befindet sich natürlich nicht in dieser Welt, sondern ich glaube in der anderen. Tja, dann würde ich sagen, checken wir das mal ab. Das heißt, Schwert zurück in den Stein. Und mal zurück zum Schloss. Na, scheint gewartet zu haben auf uns. Du hast ihn in böser Weise vernichtet, die im Tempel hausten. Du hast Zalia erweckt. Doch sie ist nicht die Einzige, die deine Hilfe braucht. Ja, ach nee, das wissen wir jetzt auch schon. Alle Wesen zu erwecken, musst du weit stärker werden. Reise zu den Bergen. In die Tiefen des Wassers. Und sogar durch die Zeit. Es ist die Zeit, dass du entkommen bist. Zurückkehren, so platziere das Masterschwert. Im Zeitfelsen. Tust du dies, reist du 7 Jahre in der Zeit zurück. Es wird die Zeit kommen, da du mindestens an diesen Ort zurückkehren musst. Lausche daher meinen Worten. Mach jetzt kriegen wir das Lied gelehrt, dass uns jedes Mal zur Zitadelle der Zeit zurückkehrt. Zurückbringt. So, ja. Dann wollen wir mal. Du hast die Granate nichts erlernt. Solange den Ocarina der Zeit und das Masterschwert in deinen Händen hältst, hast du auch die Macht über die Zeit. Okay, wir sehen uns wieder. Oh, das war jetzt neu. So, aber wir wollen erstmal in die andere Zeit zurück. Da ich ja noch was besorgen muss, das wir später brauchen. So, jetzt sind wir wieder in der Zeit, als wir noch ein Kind waren. Ich würde sagen, ich rüste mich schon mal aus und ich gehe jetzt vielleicht zum Schloss rüber. Weil da war ja noch was wir mit den Bomben öffnen können. Und dann müsste eine Fee sein, die uns einen Zauber gibt, den wir später noch brauchen. So.
So, die Wachen gucken uns misstrauisch nach, aber es ist uns momentan egal. Denn wir haben unser Ziel bereits fest im Blick. Ich würde sagen, wir klettern hier erstmal die Ranke rauf, wenn das Link mal machen würde. Danke. Keep rolling, rolling, rolling. Navi nervt nicht. Was? Klappt das nicht? Man möchte ja wohl sein. Das wird ja wohl ja kaum gehen. Und da sind wir auch schon. So, gute Fehler, dann gib uns mal die Magic Powers, die wir benötigen. Ja. Toll. So, jetzt quatsch nicht so viel, sondern gib mir eigentlich, was ich haben wollte. Genau, mächtiger Zauber, ja. Gib her. Bitte. Und wir haben den Feuerentferner. Dieser Feuerball entflammt die Besitzer durch die Magie-Attacke mit C ein. Das werden wir noch brauchen, auf jeden Fall, während der Tempel. Aber das kommt erst später. Ja, das wissen wir. Und tschüss. So, wie war das? Nee. Ja. So, das wäre das. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück in die Zukunft. Back to the future. Und werden uns auf zum nächsten Tempel begeben. Der laut der Karte in Zoras Reich liegt. Eigentlich ist es ja kein Tempel, es ist nur ein kleiner Dungeon, wo wir etwas Wichtiges finden werden. Was wir zum Zutritt in den Dungeon benötigen. Und bei den Zoras wird uns eine kleine Überraschung erwarten. So, wir sind wieder Red Link. Und wir marschieren mit Red Link auf zum nächsten Tempel. Natürlich wäre durch die zombieverseuchte Stadt. Ey, wenn ich mir das so ansehe, ich denke immer, ich bin in Raccoon City, ey. Ich meine, guckt euch das mal an, überall Zombies. Raccoon City, Leute. So, den da drin. Ja, den suche ich später auf. Brauche ich jetzt noch nicht. Ich marschiere jetzt locker fröhlich weiter zum nächsten Tempel. Zumindest ansatzweise in die Richtung. Ich brauche noch was für den Tempel vorher. Es ist ja nur ein kleiner Tempel und ich laber schon wieder ein bisschen komisches Zeug. So. No.
Die Sonne geht auf. Navi, ich weiß, wo wir hin müssen. Du musst es mir nicht noch sagen. Ich bin nicht doof. Zora-Fluss, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Und wir schnippeln einfach mal ins Unkraut. Von dann. Du lässt uns mal auch in Ruhe. Und du auch. Den ganzen Weg hier kennen wir, weil nämlich hier wir schon mal zum Zora-Tempel gelaufen, beziehungsweise zu dessen Dungeon. Das wisst ihr auch noch, Lord Jabu Jabus Bauch. Wenn ich noch könnte. Oh du. Nerv nicht. Ja, dich meine ich auch, Navi. Du sollst auch aufhören zu nerven. Ach, was soll's. Komm. Ah. Und links stößt sich wieder voll die Oma. Also ich bin ja wirklich ein Freund von Meeresfrüchten, aber die Oktopus hier gehen mir extrem auf die Nerven. Mit ihren komischen spuckenden Nüssen. Oder Erdklumpen oder was auch immer das sind. So, auf zu den Zoras. Und rein ins gute Stübchen. Und was finden wir dort? So ziemliches Chaos, denn Ganon hat alles eingefroren. Die Prinzessin ist weg. Die Zora ist an einer Eisschicht begraben. Und der König, den wir auftauen müssen, ist in einem roten Eisklumpen eingefroren. So, und dagegen wird kein Feuer helfen. Wir kriegen es auch nicht aufgeschlagen. Nein, wir brauchen das sogenannte blaue Feuer. Navi, was ist denn die ganze Zeit? Ach, nee. Als wenn ich darauf nicht schon gekommen wäre. So, jetzt sind wir schon ganz nah der unserem Zielort. Wir müssen jetzt nämlich hier über die Eisschollen rüber. Die Kamera ist gerade wieder am Rumspacken. Oh, da drüben ist ein Herzteil. Los, kletter rauf. Geht es doch so? Nee, scheinbar nicht. Das will ich jetzt. Das will ich jetzt haben. Gucken, was wir kriegen. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Mit diesem ganzen Eisschollenkram. Außerdem war hier noch was Wichtiges. War hier nicht so ein Feenzauber auch irgendwo?
Oder bilde ich mir das gerade nur ein? So, jetzt richtiges Timing erwischen. Ja. Und wir haben ihn, das Herzteil. Ja, wie gesagt, wenn ich sowas sehe, dann sammle ich das natürlich ein. Und da kenne ich noch jemanden, der es, glaube ich, macht. Wobei ich bei Gelegenheit auch gleich einen guten Gruß loslassen möchte an den guten Extreme Dragon, der gerade, glaube ich, den anderen Teil von Zelda spielt, nämlich Majora's Mask. Ein Teil, den ich momentan sehr, sehr gerne verfolge. Ist ein netter Typ, hat so ein bisschen Berliner Akzent. Schaut mal vorbei, seine Videos sind echt cool. So viel dazu, jetzt wollen wir uns aber wieder mal auf das Wesentliche konzentrieren. Was mache ich denn jetzt schon wieder? Ich wollte die Kamera umstellen. Weil das Bild gerade so nervtötend war von der Kamera. Nein, nicht reinfallen, Link. Jetzt bitte zum Dungeon. Ah, danke. Jetzt sind wir nämlich hier in der Eishöhle, wo wir noch was sehr Wichtiges besorgen müssen. Nämlich ein Item, ohne dass wir nicht zum Tempel gelangen. So, du stirbst mir auch ganz schnell. Und warte mal, ich hab da mal eine Idee. Ich werde mal gleich einen neuen Zauber ausprobieren. Und bam! Ja, Eis mögen die Dinger überhaupt nicht. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ist der Weg jetzt frei. So, jetzt müssen wir hier die paar Münzen einsammeln. Was mich auch gerade wieder ein bisschen an Mario erinnert, mit seinen Red Coins. Wir können dieses Teil auch nicht töten. Nur quasi ausweichen. So, komm, noch eine. Da. So, ja, und was uns hier noch in diesem Tempel erwartet und was dieses Item ist, wovon ich spreche. Das seht ihr in der nächsten Folge von Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich mache hier Schluss und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.